Dieses Mal geht die Reise in das Nordseehallbad Norddeich. Leider meinte es das Wetter nicht besonders gut mit uns, wie man es auch in den Aufnahmen sehen kann. Zeitweise war es extrem windig. Trotzdem ist Norddeich eine Reise wert. Norddeich ist ein Stadtteil der Stadt Norden mit ca. 1550 Einwohnern und liegt im Nordwesten Ostfrieslands an der Nordseeküste. Im Juni 2010 wurde dem Stadtteil das Prädikat Nordseeheilbad verliehen. Ein Seedeich besteht aus Sand, einer Schicht Marschboden und einem dichten Grasrücken. Der Deich in Norddeich kann am Deichfuß und auf der Deichkrone begangen oder mit dem Fahrrad befahren werden. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht auf das Meer. Übrigens, die herumlaufenden Schafe halten das Gras kurz und verdichten beim Laufen den Boden. Ein Abschnitt des Strandes ist Grünstrand und ein anderer Teil des Strandes ist Sandstrand. Die Strandkorbvermietung befindet sich im Haus des Gastes, ebenfalls direkt am Strand. Ein weiterer Teil des Strandes wird als Hundestrand genutzt. Die frische Luft genießen, flanieren und spazieren gehen kann man wunderbar auf der Strandpromenade. Auch das gehört zu einem Urlaub an der Nordsee. Die Drachenwiese und die spritzige Meeresluft eignen sich hervorragend für Lenkdrachen und Lenkmatten. Ein Riesenspaß für Groß und Klein. Das Haus des Gastes ist ein Selbstbedienungsrestaurant mit Imbiss und Kiosk. Im Außenbereich befindet sich eine Aussichtsplattform, von der man einen Blick über den Strand hat. Das Wattenmeer vor Ostfriesland trägt das Prädikat UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Dazu zählt ein 400 Kilometer langer Küstenstreifen. Verschiedene fachkundige Führungen und Wattwanderungen für Familien und Kinder werden angeboten. Hier lassen sich Muscheln, Krebse und die Wattwürmer entdecken. Wer denn mehr erfahren möchte, der findet Informationen unter nationalpark-wattenmeer.de. Im Ort befindet sich auch eine Reha-Klinik. Der hohe Jod- und Salzgehalt in der Luft und im Wasser kann Heilungsprozesse beschleunigen und verschiedene Beschwerden mindern. Im Kurpark bieten sich Spaziergänge an. Bänke laden den Besucher zum Verweilen ein. An einem Teil des Sandstrandes sind die Dünen zu finden. Hier kann man wunderbar die Seele baumeln lassen. Im Ort gibt es auch einen Hafen. Zu finden sind hier der Yachtclub Norden e.V., das Yachtzentrum Störtebecker und die Schiffsmeldestelle Norddeich. Hier finden auch Ausflugsfahrten zu den Seehundbänken nach Langeoog, Jüst und Norderney statt. In der Nähe befindet sich auch der Bahnhof.
Einen typischen Ortskern mit einer Einkaufszone gibt es nicht. Geschäfte, weitere Gastronomie, eine Tankstelle und Supermärkte sind an der Hauptstraße zu finden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.